Moin Leute, was geht und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute sind wir in Black Ops 6, das Game ist heute frisch rausgekommen. Jeder von euch, der sich das Game gekauft hat oder den Game Pass hat, kann es ab heute zocken. Wir haben jetzt echt lang drauf gewartet, heute ist es da. Macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, hier Black Ops 6 zu spielen. Und da wahrscheinlich viele von euch jetzt auch neu zu Black Ops 6 mit dazugekommen sind und die ganzen Settings ja auch wieder zurückgesetzt worden sind im Vergleich zu den anderen CODs und es auch viele neue Einstellungsmöglichkeiten gibt, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Settings-Video als erstes, um euch so die besten Einstellungen zu zeigen, die ihr hier im Black Ops 6, wenn ihr auf dem Controller spielt, am besten machen solltet. Weil es gibt auf jeden Fall die ein oder andere Einstellung, die ihr in meinen Augen auf jeden Fall machen müsst, dass das Game nochmal ein ganzes Stückchen besser und angenehmer wird zum Spielen. Und ja, falls ihr mehr Black Ops 6 Videos in Zukunft sehen wollt und mich unterstützen wollt, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo hier auf diesem Kanal da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schaut auch sehr gerne auf Twitch vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da bin ich jetzt noch jeden Tag live. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen könntet. Wir stehen kurz vor den 200 Followern. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Aber ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht so lang, sondern wir gehen direkt rein hier in die Einstellungen. Wir sind hier auch schon in den Controller-Einstellungen. Und als erstes ganz wichtig finde ich immer, die Stickbelegung auf taktisch zu stellen, das heißt, dass ihr mit B ab jetzt schlagt und auf dem rechten Stick, wenn ihr den reindrückt, dass ihr da quasi dann rutschen könnt. Auf jeden Fall sehr wichtig, das fühlt sich einfach viel cleaner an. Dann kommen wir natürlich hier, das kann jeder für sich selber eigentlich entscheiden, ich spiele hier am liebsten 7-7. Ich würde immer sagen, irgendwas zwischen 6 und 9 oder auch 5, oder vielleicht auch 5 ist auf jeden Fall am besten. Alles drunter finde ich zu langsam oder eben auch zu schnell. Ich finde 7-7 für mich eigentlich gerade perfekt. Hier habe ich alles auf aus. Ihr könnt natürlich hier LB und LT und alles das tauschen. Das heißt, eure Trigger tauschen mit den Bumpern. Das geht natürlich auch. Ich persönlich mag das nicht, deswegen habe ich es aus. Controller-Vibration, ganz wichtig, im Multiplayer auf jeden Fall aus. In der Kampagne würde ich es euch empfehlen, eigentlich sogar anzumachen. Es gibt dann nochmal ein besseres Feeling, wie ich finde. Aber Multiplayer auf jeden Fall aus, das stört nur. So, kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Einstellung und das ist auf jeden Fall hier die tote Zone. Das hier ist standardmäßig, glaube ich, auf 10 eingestellt. Ich würde euch empfehlen, falls ihr keinen Stickdrift habt, stellt das Ganze mal auf 5. Falls ihr aber seht, dass jetzt hier bei dem Kreis rechts da eine Bewegung stattfindet, müsst ihr das auf jeden Fall höher stellen. Höher als 5, weil das heißt dann, dass ihr Stickdrift habt. Ich persönlich, wie ihr seht, habe ja keinen Stickdrift, deswegen kann ich das hier auf 5 stellen. Dann beim Trigger, das ist standardmäßig, glaube ich, auf 15. Hier würde ich euch das auch empfehlen, falls ihr die Möglichkeit habt, das auf jeden Fall runterzustellen. Weil dann eben, wenn ihr den Stick nur ein bisschen reindrückt, fängt euer Charakter schon an zu schießen. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall schneller bereit zu schießen, wenn ihr jetzt eben keinen Scuff-Controller oder sowas habt, der eben diese Trigger hat, die sofort auslösen. Ist es auf jeden Fall eine sehr nice Einstellung. Dann kommen wir auch schon zu den Aiming-Einstellungen. Ist natürlich auch wieder, jeder spielt da irgendwas anderes. Persönlich habe ich hier einfach dieses Custom Sensitivity per Zoom eingestellt. Ich spiele hier die ersten beiden auf 0,75, dann 4 bis 5 auf 0,8 und dann alles auf 0,9, weil eben umso höher mein Zoom ist, umso schneller möchte ich mich eben auch bewegen können im Visier. Gerade bei Snipern und zu Quickscopen finde ich das nicht schlecht, aber eben bei so Sturmgewehren, wo man auch öfter mal präzise schießen muss, habe ich es dann eher etwas niedriger. Aber wie gesagt, das ist alles, wie ihr das am liebsten mögt. Wenn ihr schneller mögt, könnt ihr es höher stellen. Da gibt es nicht die perfekte Einstellung, je nachdem, wie ihr das möchtet. Achso, ganz wichtig noch, die Aim-Response-Curve auf dynamisch stellen. Das heißt, einfach, das fühlt sich einfach cleaner an. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber stellt es einfach mal auf dynamisch. Ihr werdet sehen, ist viel besser. Aim-Assist natürlich an, sonst macht das auf dem Controller keinen Spaß. Dann jetzt die wichtigste Einstellung im ganzen Spiel, die wichtigste. Sonst macht das Game wirklich keinen Spaß. Also ihr müsst auf jeden Fall hier beim Sprint-Assist, müsst ihr taktischen Sprint-Assist reinmachen und dann den Sprint-Assist-Delay auf 0 stellen. Weil sonst fühlt sich das Game wirklich katastrophal an und es wird euch vom Movement her zu 99% auch keine Freude bereiten. Das ist sehr wichtig, dass ihr das hier auf 0 stellt, also den taktischen Sprint-Assistenten rein und das Ganze dann auf 0 Millisekunden Verzögerung. Das hier habe ich auch alles an, dass ich mich eben schnell zur Seite und so bewegen kann. Falls ihr das nicht mögt, könnt ihr es auch ausmachen. Ich habe auf jeden Fall Bock, das ein bisschen zu lernen. Deswegen habe ich es angemacht. Mental Assist ist alles aus. Das ist einfach nur nervig, wenn der auf jeden Fall, wenn der irgendwo einfach hochklettert. Das macht so keinen Spaß. Jetzt kommen wir hier auch zum Dolphin Dive. Und ich habe das Ganze hier auf Hybrid gestellt.
Ihr könnt auch, wenn ihr halt Tap to Slide oder Tap to Dive macht, dann habt ihr immer eine Verzögerung. Egal, ob ihr jetzt Dolphin divet oder ob ihr nur rutscht, ihr habt immer eine Verzögerung. Wenn ihr Slide Only oder Dive Only reinmacht, dann könnt ihr eben nur hechten oder nur sliden. Wenn ihr aber Hybrid macht und ihr dann quasi hier den linken Stick reindrückt und dann gleichzeitig den rechten Stick reindrückt, dann macht ihr eben den Dolphin Dive und sonst, wenn ihr nur den rechten Stick reindrückt, slidet der eben ganz normal ohne Verzögerung. Klar, es kann manchmal passieren, dass ihr auf aus Versehen einen Hechtsprung macht. Das ist natürlich nicht geil, aber ich glaube, mit der Zeit wird man sich dran gewöhnen. Und es ist dann auf jeden Fall Hybrid, glaube ich, wird dann die beste Einstellung werden. Das hier habe ich auch alles aus. Das sind auch neue Einstellungen, da muss ich noch ein bisschen rumtesten. Hier auch eigentlich alles Standard. Da habe ich eigentlich nichts umgestellt. So, bei der Grafik Field of View habe ich auf 120, finde ich so am besten. Dann ganz wichtig, falls ihr euer FOV höher stellt, müsst ihr auch das hier auf Affected machen, weil sonst habt ihr im Visier wieder das 90er FOV. Das macht dann keinen Spaß, so zu spielen. Und dann habe ich Weapon Field of View, habe ich auf Wide. Finde ich einfach am besten. Ich würde es jetzt, ihr könnt es auch auf Normal stellen, aber auf Nah würde ich es jetzt nicht stellen. Auf Wide finde ich das schon am besten. Hier dritte Person, das ist alles nicht wichtig. Camera Movement, also das ist quasi, wenn jetzt eine Granate explodiert oder irgendwo eine Rakete einschlägt, dass der Bildschirm nicht so wackelt, stellt ihr das am besten hier alles immer auf 50%. Für die Kampagne könnt ihr das auch auf 100% stellen, klar, aber für den Multiplayer würde ich das Ganze euch hier auf 50% empfehlen. Inverted Flashbang, falls ihr das weiß nicht mögt, könnt ihr das anstellen, dann ist quasi, wenn ihr eine Blendgranate abbekommt, der Bildschirm nicht mehr weiß, sondern schwarz. Manche finden es wahrscheinlich besser, ich finde das gar nicht so schlimm mit dem Weißen, ich habe es einfach auf weiß drin gelassen. Bei den Audio-Einstellungen gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Es gibt jetzt hier irgendwie so eine erweiterte Kopfhörer-Einstellung. Da müsst ihr für 20 Euro kriegt ihr dann irgendwie so ein personalisiertes Audio. Weiß ich nicht, ob das jetzt was bringt. Ich würde jetzt nicht nochmal 20 Euro zahlen, nur für ein besseres Audio. Neue Einstellung ist auf jeden Fall hier der Treyarch-Mix. Ich teste den jetzt einfach mal ein bisschen. Sonst habe ich immer auf Kopfhörer oder Kopfhörer-Bust-Boost gespielt. Mal gucken, also ich teste mal den Treyarch-Mix aus, aber da müsst ihr auch für euch so das Beste herausfinden. Aber wie gesagt, ich würde jetzt noch nicht für 20 Euro hier das bessere Audio kaufen, sollen die erstmal, also ich glaube, ich spinne. Die sollen erstmal gucken, dass sie ihr eigenes Audio richtig hinkriegen und dann können wir nochmal, also nee, 20 Euro würde ich dafür nicht zahlen. Hier, Reduce Tinnitus Sounds auf jeden Fall an, wichtig. Hitmarker Preset habe ich auch auf Standard. Hier habe ich auch überhaupt nichts umgestellt eigentlich. Ja, also Audio ist nicht so wichtig. Interface, da habt ihr ja jetzt die Möglichkeit, euer AUD zu ändern. Hier gibt es eigentlich nur zwei Einstellungen, die für mich in Frage kommen würden. Das ist einmal hier Standard oder eben das Classic, dass ihr eben eure Fähigkeiten, die Stim, dass ihr das quasi in der Mitte habt. Quasi so wie in Black Ops 4 immer auch, also wie in den alten Black Ops Teilen. Ich habe es auf Standard, also mir ist es eigentlich relativ egal. Aber falls ihr sagt, ihr möchtet hier Classic spielen oder auch irgendwas anderes, das könnt ihr natürlich auch machen. Dann habe ich bei der Minimap, würde ich Square auf jeden Fall reinmachen, weil da seht ihr mehr, das ist wichtig. Und sonst eigentlich alles habe ich auch auf Standard gelassen. Habe ich nichts umgeändert. Da gibt es eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Account Network habe ich auch nichts umgeändert. Eigentlich alles auf Standard. Aber wie gesagt, die eine Einstellung hier beim Movement extrem wichtig, sonst macht das Game wirklich keinen Spaß. Und sonst ja, auf jeden Fall, ich habe Bock auf die nächste Zeit Black Ops 6. Ich werde auf jeden Fall auch auf Dark Matter gehen. Falls ihr dabei sein wollt, lasst gern Follow auf Twitch da. Da bin ich jetzt jeden Tag noch live, noch für 1,5 Wochen, wo ich Ferien habe. Genau, ja. Und lasst sehr gerne ein Like und ein Abo hier auf diesem Kanal da, um nichts mehr rund um Black Ops 6 zu verpassen. Es wird auf jeden Fall mindestens alle 2 Tage ein Video geben zu Black Ops 6. Und ja, da würde ich sagen, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Schreibt sehr gerne Verbesserungsvorschläge oder Videovorschläge in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, auch dass ich mich weiterhin verbessern kann. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.